sicherlich sportlich in allen gesellschaftlichen Bereichen, sei es jetzt was Integration betrifft per se im engeren Sinn, aber auch was die Öffnung betrifft und was die Inklusion für Menschen betrifft mit Handicaps, ganz was Besonderes. Und im Sport werden ganz andere Barrieren abgebaut, die möglicherweise sonst ganz schwierig sind zu überwinden, und das macht ja den Sport so interessant. Und daher glaube ich, es ist wichtig, dass wir, das muss unser Ziel sein, unser gemeinsames auch in der Politik, dass wir diese Inklusion vorantreiben in den verschiedensten Bereichen, genauso wie im Spitzensport als auch im Breitensport. Also es ist für Österreich ganz wichtig und damit auch für die Steiermark, dass wir erstens mit der Welt diskutieren, was Menschen mit Beeinträchtigungen tun können, dass wir Barrieren abbauen können, dass wir einen Beitrag leisten, dass Gesundheit aller Menschen, die soziale Teilhabe aller Menschen in der Welt wichtig ist. Das betrifft Menschen mit Beeinträchtigungen, das betrifft Menschen mit einer anderen Sprache, mit einer anderen Religion, und es ist eine Zeit, wo es dringend notwendig ist, diese Themen in den Vordergrund zu stellen, nämlich alle Menschen sind an Würde und Rechten gleich, und damit muss eine offene Gesellschaft umgehen. So far fantastic. I have to say the welcome has been unbelievable. We talk about the heartbeat of the world in these games. I think Austria has the heartbeat of Special Olympics. Graz is a wonderful city. It's a city of Special Olympics. This is the home of the Special Olympics movement. We have 170 countries around the world, over 5 million athletes, but here we are home.